ist mittlerweile längst verschrottet. Dann gab es Barack Obama, der wurde in diesem Jahr Präsident der USA. Auf G. Romeo wurden viele Männer zum sechsten Mal in Folge 29 Jahre alt. Und ansonsten gab es noch DSDS. Das war eine wichtige Fernsehsendung seinerzeit, die die Nation vor dem Fernseher versammelte. Und in diesem Jahr 2009 hat den Sieg einer nach Hause gebracht. Und Hause ist in dem Fall Pfullendorf, was ja gar nicht so weit von uns weg ist. Ja, der damals 21-jährige Daniel Schumacher. Und für alle, die sich nicht mehr ganz genau erinnern können, wie das damals geklungen hat, das können wir gerne kurz demonstrieren. Der neue Superstar ist mit einem Anteil von 50,47% der Anrufe. Die Fans nachher mitklatschen, gell, an der richtigen Stelle. Der Sieger ist Daniel Schumacher! Ja, funktioniert doch. Und das hat, glaube ich, auch bei dir in der Familie eine ganze Menge ausgelöst, gell, diese Sieg. Ja, danke, dass du meinen Satz schon widersprichst. Das tatsächlich hat genau dieses Ereignis zwischen einem kleinen Clinch zwischen mir und meiner Mutter geführt, weil ich mir bei jedem Telefonat anhören durfte, du, da hat so ein ganz, ganz süßer Junge gewonnen, der ist wirklich ganz herzzerreißend und sympathisch, wäre der nicht was für dich? Ich muss sagen, jetzt wäre er was für mich, drei Jahre später, ohne Justin Bieber Frisur, obwohl er die Justin Bieber Frisur schon getragen hat, bevor Justin Bieber sie trug. Ja. Ja. Mittlerweile ist er 30, ein ganzer Kerl. Bei Männern darf man das ja sagen. Ja. Damals mit seinem Song Anything But Love ging er gleich 10 Wochen auf die Nummer 1 der deutschen Charts. Das ist lange her. Aber jetzt sind wir umso stolzer, dass wir ihn heute hier auf dieser Bühne begrüßen dürfen. DSF ZKE heißt übrigens sein aktuelles Projekt und das ist die Abkürzung für die Suche führte zu keinem Ergebnis, was bedeutet, er verwendet vielleicht immer noch Windows 7, wir wissen das nicht, aber titelgebend heißt dieses Projekt so und es gibt natürlich auch neue Mucke von ihm. Das stimmt. Voller Stolz dürfen wir jetzt hier auf der Bühne begrüßen den großartigen Daniel Schumacher!